Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank. Das ist ein 12-24 Volt Kühlschrank und der hat eine Breite von 500. Und wir haben zusätzlich, also als Option, einen Einbaurahmen dazu. Dann wird der Kühlschrank 525 mm breit und durch das passt er genau ins Loch von den Absorberkühlschränken. Das sind also die Kühlschränke mit Gas, die sehr viel in Wohnwagen drin sind, Wohnmobilen teilweise, da ist aber der Trend schon eher Richtung Kompressor. Und wir haben unten ein vollwertiges Tiefkühlfach, unten mit der Türe, oben Kühlschrank. Der steht jetzt hier so auf einer grauen Kiste, dass ich den besser zeigen kann. Und dieser Kühlschrank kann man auch einbauen. Da ist der Wärmetauscher außen abgehängt und der Wärmetauscher hinten zusätzlich montiert mit einem kleinen Lüfter, dass die Wärme hinten abgegeben werden kann. Dieser Kühlschrank kann auch freistehend in einem Schrebergarten oder Alphütte montiert werden. Und dann brauche ich natürlich dann die Solaranlage dazu. Da verlinke ich euch unten einen Katalog dazu. Und mit zwei solchen Panels hier kann ich diesen Kühlschrank autonom betreiben, dann braucht dieser Kühlschrank keinen Stromanschluss mehr. Wenn ich eben Treppergarten bin, unten Tiefkühler, oben Kühlschrank. Ich brauche dazu noch einen Regler und dann noch eine Batterie. Dieser Kühlschrank hier, der ist jetzt mit einem Digitalthermostaten ausgestattet, also externe Temperaturanzeige. Wir machen sehr viele Sonderwünsche. Der sitzt dann hier hinten. Hier habe ich diesen Digitalthermostat. Der sitzt hier hinten dran mit 2 Meter Leitung. Ich weiß nicht, wo der Kunde den montieren will. Kostet natürlich wieder Aufpreis, aber wir sind flexibel und bauen dann solche Sachen. Wir sehen nun den Kühlschrank von hinten. Hier sitzt dieser zusätzliche Kondensator. Oben haben wir eine Tropfschale, dass das Wasser, was oben abtaut, wir haben im Kühlschrank eine vollautomatische Abtauung. Dann sitzt hier drin ein Kompressor BD35K und das ist ja der gleiche wie der BD55, jedoch mit einer anderen Steuerung, ist genau das gleiche. Und hier die Elektrikfilter. Hier ist noch das Tippenschild, das ist die Light-Version, Standard. Ja, das ist dieser Kühlschrank mit 154 Liter Gesamtvolumen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich verlinke euch hier oben einen Link zu einer Solaranlage, die ihr bräuchtet im Schrebergarten, beziehungsweise natürlich auch ein Wohnmobil, das geht ins Gleiche. Und hier unten könnt ihr mir wieder mal ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.